Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge von Last Day on Earth. Ich habe ein bisschen offscreen gefarmt. Und ja. In meinem Haus. Und ich habe etwas ganz Witziges herausgefunden. Und zwar, das habe ich jetzt leider schon offscreen gemacht, weil du drückst einmal auf Belohnung annehmen, dann hast du alles. Was denn? Ja, hier Inbox. Überlebensanleitung. Wenn man hier die Belohnung nimmt. Und ich habe noch Belohnungen übrig, die ich nehmen kann. Wenn man hier die Belohnung nimmt, passt auf, ich zeige euch das jetzt einmal. Hey, bei mir ging das vorhin alles automatisch, aber okay. Dann kriegt man hier die Sachen. Und ja, das ist schon ziemlich interessant. Wir sind jetzt Level 17. Und wenn ich mir hier diese Vollversion hole, dann krieg ich zwei Energy Drinks geschenkt. Und die sind extrem wertvoll. Und ich glaube, ich hole mir auch die Vollversion. Und was ist das Endlevel, was man hier werden kann? Level 60. Alter. Okay, auf jeden Fall werde ich mich erstmal jetzt gut ausrüsten und so viel nehmen, wie ich kann. Und dann kann ich jetzt einfach alles... Oh, mein Inventar ist jetzt schon voll. Oh. Einfach alles einräumen und ich sehe gerade, dass das nicht so einfach geht. Okay. So. Was ist denn hier los? So. Und dann kann ich die Seeds hier mal einlagern. Und das ist halt einfach ziemlich, ziemlich nice. So, Schlagwaffen kommen hier oben und Schusswaffen unten. Dann weiter die Inbox plündern. So, für die Winchester habe ich keinen Platz mehr. Schlagwaffen oben. Hier die ganzen Dinger werden wahrscheinlich jetzt gleich überfüllt sein. Zehn habe ich noch hiervon. Ich habe zu viel Klebeband, Leute. Ich habe einfach zu viel Klebeband. Wo kann ich denn meine Rüstung einlagern? Hier habe ich das mal gemacht, ne? Perfekt. Warum habe ich einen Rucksack? Egal. Winchester, Eisenbarren. Oh mein Gott. Nutzen und einlagern. Einlagern. Wie viel Schaden machen die eigentlich? 30? Ja, ist ordentlich. Und neben mir liegt hier gerade der Plasmakristall 23. Nein, der liegt da nicht. Und ich habe keinen Platz mehr für Holz und für Stein. Aber für Eisen, wenn ich die Truhe finde. Oh, ja, okay. Jetzt bleiben noch ein paar Sachen übrig. Und zwar Essen und sowas. So. Gerade ein Steak. Verbandszeugs. Kann alles hier rein. Der ganze Stuff 4 kam hier rein. Und ich glaube, das überflüssige Holz und das überflüssige Stein kann ich auch hier reinpacken.
Und hier kommt die Holzkohle hin. Perfekt. Und weil ich gerade immer noch fast am Verhungern und Verdursten bin, esse ich mal so eins, trinke zwei Flaschen und esse so eins und esse noch so eins und bin wieder voll. So. Hier haben wir noch 7 Eisen, aber kein Holz mehr. Das können wir gerade verbraten. Oh, ich habe einfach gerade richtig viel Stuff bekommen. Für... ja, das ganze Zeug. Und ich bin zu inkompetent, um Kisten zu finden. Und ja, das rettet mir gerade ziemlich den Arsch, weil der Bauplan alleine mir nicht wirklich viel bringt. Beziehungsweise, ich habe ja demnächst ja vor, hier den Funkturm zu bauen. Und das bringt mir alleine nicht wirklich viel, weil das ist nur ein Bauplan. Und deswegen, ja, würde ich sagen, bauen wir jetzt was anderes Cooles. Wie ihr seht, hole ich mir gerade die Materialien in mein Inventar. Und ihr dürft jetzt dreimal raten, was es ist. Es ist die Garage, genau. Und die Garage ist wirklich groß. Und ich habe keine Ahnung, wo ich sie hinpflanzen soll. So. In der Garage kann man... Motorrad erforderlich. Motorrad erforderlich. Motorrad erforderlich. Hier. In der Garage kann man sein Motorrad auswählen, welches Motorrad man haben will. Militärmotorrad ist richtig schlecht. Ich glaube, ich hole mir das Offroad-Motorrad, wenn ich kann. Weil das hat ziemlich gut von allem. Und... ja. Ich versuche gerade noch ein schönes Thumbnail hinzubekommen, aber irgendwie... egal. So. Oh, da ist ja noch eins. Ne, das ist ja das gleiche. Die anderen drei brauche ich halt ein Motorrad, die ich noch nicht habe. Beziehungsweise das ich noch nicht habe. Und... ja. Ich bin gerade irgendwie extrem happy darüber, dass wir hier die ganzen Sachen gefunden haben. Und von den Waffen kann ich mir ja mal was mitnehmen, damit ich die Sachen auch verbrauche. Und zwar die zwei. Und ich würde sagen, das. Damit die am stärksten angeschlagenen Gegenstände erstmal kaputt gehen. So. Dann ausrüsten und wegwerfen. Dann kann ich noch... was wollte ich jetzt machen? Stimmt, den Rucksack wegbringen. Und zwar braucht der Shopper 4 Rucksäcke. Was kostet eigentlich so ein Rucksack? 2 und 3. Okay. 2 Pflanzenfasern und 3 davon.
Also drei Seile. Neun dürften reichen. Eins, zwei, drei. Und dann laufe ich schon mal los und lager die ein. Eins, zwei, drei. Abgeschlossen. So, jetzt fehlen mir noch die Schrauben. Und die Motorteile, die Räder, die Gabel und der Tank. Und ein paar Gummiteile. Ich glaube, ich habe die... Ja, die Schrauben, die habe ich, glaube ich, oder? Naja. Und Gummiteile habe ich ein paar. Einen würde ich gerne da lassen. Und ich würde auch echt gerne, wenn es gehen würde, eine Schraube da lassen. Weil, sorry, wenn ihr gerade irgendwie ein Rauschen gehört habt, ich bin gerade mit der Hand ans Mikrofon gekommen. Weil ich immer eins einlager. Was brauchen wir noch? Motorteile und sowas. Keine Ahnung, habe ich nicht. So. Auf jeden Fall können wir dann jetzt schon mal die ganzen Sachen hier einlagern. Nee. Ja, doch, Motorteile wäre das Einzige, was ich eventuell noch haben hätte können. So. Dann sind wir auch wieder knapp bei Kasse mit den Schrauben. Ganz knapp mit den Gummiteilen. Das heißt, wieder ein paar Gummiteile farmen. Und ja. Und ansonsten würde ich mal sagen, gehen wir los. Und rennen uns die... gönnen uns mal ein paar Materialien. Holz und Stein brauchen wir keine mehr, können wir uns merken. Wir bräuchten Zeugs. Und was uns hier angezeigt? Ein Event. Das hätte ich gerne. Wundert euch nicht, dass ich wenig Energie habe. Ich habe, beziehungsweise ich bin ein bisschen rumgelaufen und habe auch Screen Holz und Stein gefarmt, weil wir extrem wenig hatten. Und ein bisschen was für die Garage, damit wir diese Folge irgendwas erreichen. Und bin dann zufällig ganz am Ende von meiner Farming, Offscreen-Farmen, bin ich drauf gestoßen, dass ich da das ganze Zeug bekomme. Und nur durch dieses Zeug konnten wir uns auch diese Garage basteln. So. So. Alter, sie haben sich sowas von abgesprochen. Aber sowas von. So, nehmen. Nehmen. Durchsuchen. Plasma Christa zockt auch Last Day on Earth, aber er regt sich auf, weil er die ganze Zeit stirbt. Don't ask why. So, Fleisch ist wertvoll. Das heißt, jedes Hirsch umschlagen, das wir sehen. Und only das Fleisch klauen. Oder jeden Wolf, den wir sehen. Und only das Fleisch klauen. So. Hier war noch einer irgendwo. Und genau den suche ich jetzt, bis ich ihn gefunden habe. Oder bis ich den nervigen Zombie hier umgebracht habe. So. Dann werden wir auch direkt diesen Zombie hier umbringen. Oder zuerst den schnellen Beißerhart beschädigen, damit wir den Zombie hier gut umbringen können. Und da ist ein Nerd. Und der hat das hier, das
das. Noch ein paar davon. Pflanzenfasern. Und ein bisschen Holz. Eisenerz brauchen wir ganz wichtig. Das tauschen wir dann gegen den Stoff. Den brauchen wir nämlich nicht so wichtig. Und ja. Und dann schleichen wir uns von hinten ein Reh an. Und klauen dem hier noch schnell das Fleisch. So. Gönnen uns nochmal schnell Full Life. Hier nochmal das Fleisch. Und ich suche mir dann nochmal geschwind hier ein Reh, falls noch eins da ist. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Der Typ hat nichts mehr. Der Typ hier hat auch nichts mehr. Da würde ich sagen, verschwinden wir wieder. Und das war's auch schon von der Folge. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.